Willkommen zum zweiten Teil der Spiroergometrie-Reihe. Aufgehört haben wir mit der Luftzusammensetzung und weiter geht's mit der Atemmechanik. Durch die Elastizität des Lungengewebes herrscht in der Pleuralhöhe ein für die Atmung unerlässlicher Unterdruck. Kurze Randbemerkung, die Pleuralhöhle ist der enge Spaltraum in der Brusthöhle. Den Motor der Atmung bilden die Atemmuskeln, zum Beispiel das Zwerchfell. Das Zwerchfell ist hier auch eingezeichnet, und zwar stellt es die dicke Linie unterhalb des Brustkorbes dar. Bei der Inspiration ziehen sich die Muskelfasern zusammen, was zu einer Abflachung des Zwerchfells führt, wie links im Bild zu sehen. Dies passiert, wenn man Luft einatmet. Bei Anstrengung oder tiefer Atmung werden gleichzeitig auch die Zwischenrippenmuskeln aktiv. Diese verlaufen zwischen den Rippen und können den Brustkorb vergrößern bzw. verkleinern. Bei einer Vergrößerung des Brustkorbes entsteht in den Lungenflügeln ein Unterdruck. Die Ausatmung erfolgt passiv durch die elastischen Rückstellkräfte von Lunge und Brustkorb. Wir sehen also, die Atemmechanik hat etwas mit Druck und Unterdruck zu tun. Bei der Inspiration muss der Druck innerhalb der Lunge unter dem äußeren atmosphärischen Druck absinken. Erst wenn ein Unterdruck in der Lunge entsteht, kann Luft eingeatmet werden. Und ausgeatmet wird dann, wenn der Druck innerhalb der Lunge höher ist als der Außendruck. Hier in den beiden Bildern kann man das ganz gut sehen. Wenn man Luft einatmet, weiten sich die Lungenflügel aus und beim Ausatmen ziehen diese sich zusammen. Die Atmungssteuerung erfolgt zentral im verlängerten Rückenmark, dem sogenannten Medulla oblongata, wo sich jeweils ein inspiratorisches und ein expiratorisches Atemzentrum befindet. Die Regelung der Atemtätigkeit erfolgt aufgrund der Blutgaskonzentration, welche mittels Chemorezeptoren in der Aorta gemessen wird. Ein Abfall des Sauerstoffdrucks bzw. ein Anstieg des Kohlendioxiddrucks aktiviert das inspiratorische und hemmt das expiratorische Zentrum bzw. umgekehrt. Die Anzahl der Atemzüge und das Atemzugvolumen hängen vom Alter, von der Größe, vom Gewicht und vom Geschlecht des Probanden bzw. Patienten ab. Bei einem jungen, ca. 70 Kilo schweren Mann in Ruhe beträgt die Anzahl der Atemzüge 15 pro Minute und das Atemzugvolumen liegt ungefähr bei 500 Millilitern. Unter Belastung nimmt die Atemfrequenz und das Atemzugvolumen selbstverständlich zu. Dann schauen wir uns mal die vorliegende Abbildung an. In Ruhelage geht man beim Normalverbraucher von einem Atemzugvolumen von 500 Millilitern aus. Das wäre dann diese grau hinterlegte Fläche. Geht die Kurve hoch, so atmet man ein, und beim Ausatmen geht die Kurve runter. Unter Belastung erreichen wir Atemausschläge, wie wir sie hier auch sehen können auf der Grafik. Dann muss aber auf das inspiratorische bzw. expiratorische Reservevolumen zugegriffen werden. Als Vitalkapazität wird die maximal bewegbare Luftmenge in der Lunge bezeichnet, welche nach tiefstmöglicher Einatmung maximal ausgeatmet werden kann. Das inspiratorisch-expiratorische Reservevolumen ist der Bereich, der über die normalen Atemzugvolumina hinausgeht. Natürlich verbleibt auch nach maximaler Ausatmung ein Residualvolumen von ca. 1,5 Liter in den Lungenflügeln, welches spirometrisch nicht messbar ist. Okay, jetzt müsstet ihr die ganzen Begrifflichkeiten kennen und ich frage euch, wie könnte die Formel für das totale Lungenvolumen lauten? Die Formel dafür lautet, das Residualvolumen plus das expiratorische Reservevolumen plus das Atemzugvolumen plus das inspiratorische Reservevolumen. Bei einem Normalverbraucher sind dies ungefähr 6 Liter. Kleine Randbemerkung, das expiratorische und das inspiratorische Reservevolumen plus das Atemzugvolumen ergeben die Vitalkapazität. Dazu addieren wir das Residualvolumen und wir erhalten das totale Lungenvolumen. Für die Leistung der Atmung ist nicht das transportierte Gasvolumen entscheidend, sondern die transportierte Gasmenge. Gase sind im Gegensatz zu Flüssigkeiten sehr stark komprimierbar. Die Menge eines Gases wird bei gleichem Volumen vom Druck bestimmt. Wir wissen also, dass Gase unterschiedliche Volumina bei unterschiedlichen Temperaturen und Drücken haben. Außerdem hängt der Druck sowie das Gasvolumen zusätzlich von der Menge an Wasserdampf ab. Es macht also nur Sinn, Gasvolumina untereinander zu vergleichen, wenn Standardbedingungen für die Temperatur, für den Druck und für die Wassersättigung vorgegeben werden. Die zwei gängigsten Standardbedingungen sind das STPD und das BTPS. Beim STPD wird die Standardtemperatur von 0 Grad Celsius verwendet, der Umgebungsdruck wird verwendet und die Luft ist trocken. Interessant wird es beim BTPS für
Biomediziner oder andere Mediziner, weil sie die Körpertemperatur von 37 Grad Celsius nutzen, den Umgebungsdruck nutzen und davon ausgehen, dass das Gas gesättigt mit Wasserdampf ist. STPD dahingegen ist nützlicher für die anorganische Chemie, weil die Körpertemperatur nicht wirklich bedeutend ist, da nicht mit Körpern gearbeitet wird. Wir sehen also, beide Standardbedingungen haben ihre Vorteile und ja, damit verabschiede ich mich auch mal wieder von euch und wir sehen uns im dritten Teil.